Ja, Leute, April, April, er macht, was er will, ne? Gestern noch 6 Grad, heute 17. Vor ein paar Tagen hat es noch geschneit. Das ist schon echt strange. Naja, aber ich fahre heute erstmal zu einer Arbeitskollegin, die ist Griechin und die hat jetzt vor kurzem einen Besuch von ihrem Onkel. Und ja, da will ich jetzt mal so ein paar schöne griechische Sachen abholen, ein paar Lebensmittel, die sie mitgebracht hat, beziehungsweise die mitgebracht wurden. Da habe ich mal richtig Bock drauf. Dann wollen wir jetzt mal losfahren, wa? Achso, eine Sache ist mir aufgefallen. Ihr guckt alle fleißig meine Videos, das finde ich richtig stark. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr auch mal den Abo-Knopf da lasst. Es sind erschreckend wenig Prozent, die meine Videos gucken, die auch Abonnenten sind. Ich wäre euch sehr dankbar für den Support. Ja, und das war es jetzt aber auch schon Eigenwerbung hier. Los geht's. Komisch, dass er mir 2 Stunden und 1 Minute anzeigt. Für gerade mal knapp 10 Kilometer. Naja, wir werden sehen. Viele Grüße auf jeden Fall auch hier an die ganzen Kollegen, die mich unterstützen, die ständig um meine Videos teilen. Absoluter Wahnsinn. Bin sehr dankbar dafür. Wir sind mittlerweile tatsächlich auch, glaube ich, um die 530 Abonnenten. Ja, nach so etwas mehr als einem halben Jahr. Krass, freut mich. Hierher, okay. Alter, hier ist ein Feldweg. Was wohl will er denn hier? Google Maps? Weiß ich ja nicht. Also ich bin hier auf dem Moped, ne? Ah, jetzt verstehe ich das. Ich glaube... Der meint... dass ich hier zu Fuß unterwegs bin. Ich sag mal so, wir... Schopperfahrer sind auf jeden Fall nicht die schnellsten, aber so langsam wie Fußgänger sind wir ja auch nicht. Ne? Ja gut, dann liegt das Problem oder sitzt das Problem definitiv mal wieder vor dem Bildschirm. Ja, das muss ich aber mal eben einstellen, das nervt sonst. Schicke Karre. So, dann schauen wir mal eben schnell. Ah, okay, jetzt sehe ich es, 15 Minuten. So, Start. So, 9 Minuten. Das hört sich schon ein bisschen anders an.
Ja, bei mir steht jetzt auch bald Inspektion an. Die mache ich selber mit dem Kumpel. Und ja, dann brauche ich halt TÜV, ne? Aber das sollte auch kein Problem sein. So, ich habe gerade die ganzen griechischen Sachen abgeholt. So, geht das jetzt mal weiter. Ich bin sogar so schnell, dass ich noch mit meiner Tochter gleich eine Runde reiten kann. Beziehungsweise sie reitet auf dem Pony und ich latsche nebenher. Ich bin ja sehr früh dran. Reiten ist ja erst um 15 Uhr. Ja Leute, dann drehen wir aber fort noch eine kleine Runde. Das ist ja gut klar. Dann können wir doch mal ein bisschen mehr Harley fahren. Sprit ist auch noch genug drin. Dann machen wir noch eine kleine Round. Das wird natürlich jetzt direkt ausgenutzt. Viel Liebe hier zu dir, du. Geil. I love you, Home Office. Wir reizen das Ganze natürlich zeitlich ein bisschen aus, aber wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, wieder zu fahren, dann machen wir das auch.
Richtung Heimat wieder. Da nehme ich euch gleich mit. Mit Ponyreiten, würde ich mal sagen. So, zu Hause angekommen, wollte ich euch noch einmal ganz kurz hier die griechischen Sachen zeigen. Das ist irgendein Bergtee. Oliven. Mega geil. Das gute Meersalz direkt aus Griechenland. Dann einmal getrocknete Tomaten. Und das Beste von allem, das Olivenöl. Das ist ein Traum. Ohne Scheiß. So, weiter geht's. Guckt hier bloß nicht in die Karre rein. Es sieht nämlich aus wie Sau. Aber jetzt fahren wir jetzt mal zum Reiten. Viel Spaß!